Plastic. Utopia. Fantastica. Herzlich willkommen zu Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mesputin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos. Und heute ist mal wieder Interviewzeit. Und zwar konkret Eckhard Rettlin. Er ist seines Zeichens einer der bekanntesten und wichtigsten Lektoren in der DDR, neben Erik Simon, für den Bereich Science Fiction und Fantastik. Und hat selbigen Bereich sehr stark und auch nachhaltig geprägt. Und das Interview habe ich nicht selber geführt, da er leider schon vor einigen Jahren verstorben ist. Aber ich habe von Hardy Kettlitz vom Andimon SF Club und Schajol Verlag die CD Alien Contact Audio 2 zur Verfügung gestellt bekommen, in dem er zusammen mit Siegfried Breuer Eckhard Rettlin interviewt hat im Jahr 2001. Und es freut mich, dass ich euch auf die Art einen Originalton von ihm euch zu Gehör bringen kann. Die Anmoderation, die auch mit bei ist, ist gesprochen von Arno Behrendt. Und ich will jetzt gar nicht so sonderlich viel mehr dazu sagen, außer viel Spaß mit dem Interview und auch sehr viel interessanten Dingen, gerade aus der Anfangszeit der DDR-SF und DDR-Fantastik. Viel Spaß! Interview. Herzlich willkommen zu Alien Contact Audio 2, diesmal mit einem Interview mit Eckhard Rettlin. Er wurde 1919 geboren, war lange Jahre Lektor und Herausgeber im Verlag Das Neue Berlin und hat das Science-Fiction-Genre in der DDR maßgeblich mitgeprägt und gefördert. Durch seine Schule gingen zwei Generationen ostdeutscher SF-Autoren, angefangen bei Eberhard dell'Antonio bis hin zu Rainer Fuhrmann und Erik Simon, der dann auch sein Nachfolger im SF-Lektorat wurde. Eckhard Rettlins SF-Anthologien können als wegweisend für die Entwicklung des ganzen Genres gelten. Im Jahre 1975 erschien Der Mann vom Anti, die erste Anthologie, die ausschließlich fantastische Kurzgeschichten von DDR-Autoren enthält. In der DDR war es nicht unproblematisch, Science-Fiction-Literatur westdeutscher, österreichischer und angloamerikanischer Autoren zu veröffentlichen. Rettlin hat dennoch keine Mühen gescheut, deren Welten für ostdeutsche Leser zu erschließen. 1986 ging er in Rente, doch auch im Ruhestand gibt er seine Erfahrungen gern weiter und ist als ältester Utope unbeirrt aktiv. 1996 wirkte Eckhard Rettlin an der Herausgabe der Alien-Contact-Anthologie »Das Herz des Sonnenaufgangs« mit. Zu den jüngst von ihm lektorierten Büchern gehören Andreas Grubers »Die letzte Fahrt der Enora Time« und Rolf Krohns »Am Tor der Zeit«. Im Jahr 2000 wurde Eckhard Rettlin von den deutschen SF-Schaffenden für sein Lebenswerk mit dem zweiten Platz des Kurt-Laßwitz-Sonderpreises geehrt. Alien Contact sprach mit ihm über sein Leben, seine Erlebnisse mit Autoren und Kulturfunktionären und seine Hoffnung für eine Zukunft, der er mit skeptischem Optimismus entgegensieht. Haben Sie in Ihrer Jugend viel gelesen? Nicht viel. In der Schule nur das, was vorgegeben war. Und nach der Schule habe ich mir einige Bücher gekauft, die mich interessierten. War interessant, ja. Ja, wissen Sie, ich habe mit 17 Jahren Abitur gemacht, dann kam Arbeitsdienst, das war ein halbes Jahr, anschließend gleich Militärzeit bis Herbst 39 und dann fing der Krieg an. Da war nicht viel Zeit zu lesen, war nicht, nicht? Ja. Und nach dem Kriege kam Kriegsgefangenschaft, da gab es auch wenig zu lesen und dann hierher, jetzt in die Freiheit. Als ich in den Verlag kam, das war 52. Und das war damals die Zeit, wo sehr viel möglich war. Ich hatte keine Ausbildung, also ich war, wie man früher sagte, Abiturient mit Kriegserfahrung und keinerlei Berufsausbildung. Und dann kam ich hier nach Berlin und durch Bekannte, Gott sei Dank, fand ich eine Anstellung im Verlag Kultur und Fortschritt, so als Redaktionsvolontär bei einer Zeitschrift, die es nicht mehr gibt.
dann war ich da im Lektorat und dann war ich bei der täglichen Rundschau Korrektor. Gott sei Dank, da habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. Habe ich das gelernt, was ich in der Schule nicht gelernt habe. Was kein Vorwurf gegen die Schule ist, sondern gegen mich, hat mich nicht interessiert. Ja, jetzt musste ich ja, nicht wahr? Die Rechtschreibung. Da war ich eine ganze Weile und dann bot sich mir die Gelegenheit, wurde mir angeboten, in den Verlag das neue Berlin zu kommen. Habe ich erst gezögert und gesagt, ja. Und bin dort sofort so herzlich aufgenommen worden. Ich, der Mann ohne jede Erfahrung. Ja. Aber immerhin mit Kriegsgefangenschaft und dahinter. Und da war ich Mann-Zeitungsredakteur. Das war meine Qualifikation. Ja. Was war dann eigentlich Ihr Berufswunsch als Kind oder als Jugendlicher? Ja, als Kind war ich möchte Naturwissenschaftler werden, weil mein Großvater Naturwissenschaftler war. Und dann wurde mir aber davon abgeraten, weil da musste man, wenn man Karriere machen will, Beziehung haben, die hatten wir nicht. Mhm. Und dann kam alles sowieso anders. Und ich wusste noch vor Ausbruch des Krieges nicht, was ich werden sollte. Mhm. Ja, das war eine ganz schlimme Zeit. Ich bin auf und ab gegangen, noch schon beim Militär, mein Gott, was mache ich denn? Jura, mein Vater hat gesagt, Jura, ein Sprungbrett nach allen Seiten. Mhm. Ja, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ja. Das wurde mir abgenommen durch den Krieg und nachher dann, ja, ich, als ich in Bayern lebte, das war eine Armutsgegend, die Oberpfalz, da gab es nichts. Nicht? Dann kam ich her und dann hatte ich zum Glück die Sache dann mit dem Verlag Kultur und Fortschritt und dann das neue Berlin. Und das ging alles noch sehr hemdsärmlich zu damals. Der Scheckfechter, der kam vielleicht dreimal die Woche und dann war er angetrunken. Das war irgendwie ein Holländer. Und ja, Manuskripte, die also vorlagen, und da habe ich angefangen zu redigieren. Und das muss also ganz vernünftig gewesen sein. Dann wurde das so gedruckt, wie ich es redigiert hatte. Im Einzelnen weiß ich nicht mehr, aber wir machten alles. Der Verlag machte damals so ziemlich alles. Und hier geht es ja jetzt um die Utopie. Und da war erst ein Roman, glaube ich, von Günter Krupkat, kann sein, Die große Grenze. 1960, aber da muss früher noch was gewesen sein. Können Sie sich noch erinnern, welche Bücher Sie als allererste gemacht haben? Ich hatte mit Schreier zu tun, sein zweites Buch. Ja. Dann haben wir dann ihm vorgeschlagenen Titel mit Kräuterschnaps und Gottvertrauen. Vorher mir kam raus Großkaraffe Südwest, ein Krimi, der sich also durchgesetzt hat und der erste einheimische Kriminalroman war. Und das Glück war, dieser. Es ist vieles Zufall und Glück, ja. Da im Verlag, das waren alte Verlagshasen, der Verlagsleiter und der Stellvertreter, alte Verlagshasen. Mhm. Und der dritte, das war der künstlerische Leiter und Hersteller, der war ein jüngerer Mann, hatte auch Kriegsgefangenschaft hinter sich. Und das ist das, was verloren gegangen ist, ja, schon zu DDR-Zeiten. Mhm. Diese Generation hatte ein bestimmtes Gefühl und Verantwortung vor der Geschichte. Wir haben den Krieg mitgemacht. Wir wollten ihn nicht, wir waren dabei, das können wir nicht leugnen. Wir haben also mitgeholfen, Länder zu verwüsten und so weiter. Und das müssen wir irgendwie wieder ausbügeln, wieder gut machen, hieß das. Da gab es in Gefangenschaft so einen ironischen Spruch. Und wieder ist ein Tag vollbracht, und haben wir auch nicht viel gemacht, haben wir doch wieder gut gemacht. Drum gute Nacht, ihr Sorgen, leck mich und so weiter, bis morgen. Na, das war so die Lanzer Philosophie. Aber es war nicht so unernst gemeint, wie es hier klingt. Und diese innere Verpflichtung war damals da. Ja? Und das Gefühl, ich bin bei etwas Neuem dabei. Wir machen etwas ganz Neues. Das Alte hatten wir ja erlebt. Ich habe 11 Jahre lang Uniform getragen. Das werde ich nie wieder los. Nicht? Und wenn ich 110 Jahre alt werde, sind das immer 10% von meinem Leben, die da gegangen sind. Und das Lebensalter, wo ein junger Mensch zu sich kommt, sich seiner selbst bewusst wird, die Umwelt erkennt, aufnimmt, Gedanken, Gefühle, Weisheiten. Ja, da habe ich Uniform getragen und bin bis dahin durch fremde Länder gelatscht. Ja, das ist also weg. Und das wieder aufzuholen ist schwer, zum Teil nicht möglich. Wenn ich so jüngere Leute sehe, dann sag mal Erik Simon, der hat die Zeit, also nun gut, der hat auch einen anderen Köpfchen als ich, der hat die Zeit blendend genutzt, der steckt voll Kenntnissen und der kennt Sprachen und so. Das war bei mir also so nicht möglich. Aber die innere Verpflichtung,
die bei dieser Generation war zu einem großen Teil da. Und das hat mich dann gerade bei der Utopie, hat mir das dann sehr genutzt, ja. Wie sind Sie denn auf die Utopie gekommen? War das schon Ihr eigenes Interesse oder kam es durch Zufall, durch die Verlagsarbeit, dass Sie die utopischen Es kam, bekommen? Weil man nur alles machte, nicht? Da wurde mir gesagt, hier, so, mach mal das. Und Weißenick, Rupkat oder Dell'Antonio, Gigantum, ja, 1957, ja, das kann es gewesen sein. Das war ein Manuskript. Nun hatte ich mich früher als Jugendlicher schon ein bisschen mit für Dominik interessiert und andere Sachen, aber nur so mal, ja. Mhm. Ich habe den nicht nur alles gelesen, Dominik, das ist nicht meine Sache, aber es hat mir gefallen, ja. Vor allen Dingen auch der Gedanke darin, wir haben also den Krieg angefangen, wir haben ihn verloren, jetzt muss etwas Neues her. Wir müssen mal zeigen, dass wir das mit Hilfe der Technik wieder ausbügeln können. Mhm. Hilfe der Technik und einer neuen Art von Gesellschaft. Nun, da war Gigantum gerade richtig. Es war in der herkömmlichen Art gemacht, wie so Dominik. Das war damals so, ja. Mhm. Da haben sie alle irgendwo angeknüpft an dem, was sie kannten. Und die kannten eben Dominik. Und Dominik war ja nicht der Einzige, die anderen waren so ähnlich, ja. Und hat mir also Freude gemacht, hat dabei den Dell'Antonio kennengelernt, der auch vom selben Geist erfüllt war wie ich. Das macht viel aus, ja. Ja. Das ist diese Übereinstimmung. Ist etwas Segensreiches, wenn sie da ist. Später habe ich dann, als ich älter wurde und jüngere Autoren kamen, die hatten dieses Gefühl nicht. Die sind in eine Nachkriegszeit reingewachsen, so wie es eben junge Generationen tun und sagen, na und, ist das nur alles? Ja, das Gefühl, dass man vor der Vergangenheit eine Verantwortung hat, und wir doch nicht, nicht? Wollen wir sehen, na, was bietet uns denn diese Zeit und so. Und außerdem jede nachfolgende Generation kommt in Verhältnisse, die sie nicht geschaffen hat. Und dann wird sie erwachsen und dann stellt sie fest, na, das wollen wir eigentlich nicht. Ja. So ist es nicht richtig. Müssen wir anders machen. Das ist normal. Das ist also der Gang der Entwicklung. Und jetzt mit denen zusammenzuarbeiten, die also gewissermaßen konträr waren gegen vieles, was da so üblich war, ist dann nicht mehr so einfach. Ja. Also mit der Antonio, das ging ganz gut. Und dann legte er einen zweiten Roman vor, Titanus. Ich habe ihm gesagt Titanus, aus meinem Sprachgefühl. Er sagte Titanus. Ich bin geblieben bei Titanus. Und da hatte ich doch erst Bedenken, auch mit meinem Verlagsleiter, dem Paul Leitsch. Das war so ein uralter Genosse, nicht wahr? Der hat gesagt, ach, wo sagt er, das machen wir. Ja. Gut, dann haben wir es gemacht und da war auch manches zu redigieren. Der Antonio hatte sprachlich und auch in der Gestaltung noch nicht die Feinheiten, die er nachher hatte bei der Heimkehr der Vorfahren. Ja. Und ich hatte auch nicht die Fähigkeit, ihn erstmal zu beraten. Diese Fähigkeit, wenn ich sie heute, ich habe in gewissem Maße, habe ich sie heute, hat sich erst im Laufe der Jahre eingestellt. Das ist eben alles ein Entwicklungsprozess und da tut mir der Autor leid, ich hätte ihn vielleicht besser beraten müssen. Ich habe ihm das gegeben, was ich konnte. Und das war eben so, na gut, der Roman kam raus, Titanus, und war doll erfüllt von Spannung und oh, ja. Der Verlag hatte geschaffen eine gelbe Reihe. Mhm. Auf Wunsch des Buchhandels war das. Hat ein paar Bücher gemacht und oben ist so ein gelben Streifen, Schreier, Großgarage, Südwest und so. Und die nächsten Bücher, und der Buchhandel sagte, Mensch, ja, das Buch mit dem gelben Streifen, die nächsten, die müssen wieder so aussehen. Wer meinst du, wie die gehen? Na gut, der Verlag, das alte Verlagshasen, hat sich danach gerichtet, hat die gelben Streifen gemacht. Das hieß dann die gelbe Reihe und war also die Garantie, das Buch wurde abgesetzt. Mhm. Es ist komisch, aber ist so. Ist so gewesen, ja. Und da habe ich mal, ich habe es schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal, kriegten wir nach Jahren einen neuen Cheflektor, Wolfgang Serlin. Der kam vom Aufbauverlag und hatte damit erlesenen Geistern zu tun. Und der kam jetzt zu uns und guckte natürlich etwas verwundert und etwas naserümpft auf diese mindere Literatur. Und gerade die Utopie, die lag ihm nun gar nicht, das ist doch nichts Reales und so. Er hatte recht. Das, was uns Literaturen kennzeichnen, die Feinheit der Charakterzeichnung und so, das war ja nicht da. Da war ja anderes dafür da. Und
Da hatte ich, ging der mal mittags, nach dem Mittagessen so durch die Straßen und in Leipziger Straße, da war eine Buchhandlung. Guckten wir rein und da neben der Kasse lag so ein Stapel Bücher, zwei gelbe Reihe. Ich weiß nicht, ob Heimkehr, vielleicht war es Heimkehr der Vorfahren oder Tetanus. Da kam mir ein Einfall. Ich ging da zur Buchhändlerin, die nebenan dann sagte, sag mal, lesen denn die Leute sowas überhaupt? Na, erlauben Sie mal, sagte sie, davon können wir gar nicht genug kriegen. Was meinen Sie, wie das verlangt wird? Ins Ohr meines Chefs war das gerade die richtige Botschaft. Und er hat sich nachher so dafür eingesetzt. Ich hatte keinen besseren Fürsprecher im Verlag als ihn für diese Literatur. Also auch ein Erlebnis, nicht wahr, was einen im Beruf bestätigt. Ja. Also das war dann der Antonio Titanus. Und später, nach ein paar Jahren, machte er sich daran, der Antonio dieses fortzusetzen mit denselben Personen, wie die nun auf die Erde zurückkehren. Da war ich bereits so weit, dass ich ihm sagen konnte, hier fehlen Konflikte, innere Konflikte. Nicht nur die von außen angetragenen, also die andere Gesellschaftsordnung, sondern innere Konflikte dieser Gesellschaftsordnung. Konflikte, das geht zurück auf Widersprüche, Widersprüche innerhalb der Gesellschaft. Na, erlauben Sie mal, innerhalb der sozialistischen Gesellschaft gibt es keine Widersprüche. Aber nun kamen wir ja hier auch vom Kriminalroman. Hatte ich auch eine Weile gemacht. Und da kam auch bei uns die Erleuchtung, das war früher so, also der Täter, der musste SS-Mann oder Feldwebel gewesen sein und so, also belastet durch die Vergangenheit. Bis wir merken, das ist unglaubwürdig, nicht? Wir müssen, bei uns müssen die Probleme liegen, die wir hier aufgreifen, eigene Konflikte, Widersprüche. Und Widersprüche persönlicher Art sind meistens Widersprüche gesellschaftlicher Art. Das mal so zu sagen, ist schon eine Leistung. Das denn durchzusetzen, das ist eine andere Leistung. Autoren dafür zu gewinnen, war auch schwierig, weil die, anders als im Westen, da werden die Widersprüche in jeder Zeitung aufgeblättert. Bei uns gab es keine Widersprüche, also mussten die Autoren sich darum bemühen und kümmern. Aber da sie nur in ihrem Lebensausschnitt Einblick hatten, haben sie eben manches gar nicht erkennen können. Also diese Widersprüche. Auch bei Antonio hat er eben ein paar Widersprüche reingemacht. Und ich habe heute gelesen, hier in diesem Dingsbums, die werden hier mit mildem Lächeln beurteilt. Ist richtig, jawohl, ist richtig. Wobei natürlich die Autoren, die das schreiben, Simon und Spittel, zu einer Generation gehören, die diese Zeit nichts erlebt hat und nicht weiß, was das eigentlich schon für eine Leistung war. Zu der Zeit also, ob Widersprüche vorzustoßen, zu konstruieren jedenfalls, nicht? Und nun kam etwas hinzu. Ich hatte also schon ein paar Bücher gemacht, Kropkat, die große Grenze, glaube ich, war das, ja. Das war nicht so sehr interessant für mich. Das war eben diese Schwarz-Weiß-Zeichnung, nicht wahr? Hier die guten Sozialisten und hier die bösen Imperialisten, was vielfach im Prinzip stimmt, aber in der Literatur nicht so glücklich ist. Da müsste man das ein bisschen mehr ausgleichen, differenzieren, sagen wir Deutschen dazu. Und da hatte ich also auch andere Titel, und zwar ein Kriminalroman, habe den Namen vergessen, und ein Abenteuerroman. Und beide Manuskripte waren misslungen. Da habe ich irgendwie nicht einen Zugang gefunden und ich wurde kritisiert, zu Recht kritisiert, ja. Und nun das Schlimme, auch ein Gefühl der Verantwortung, sie wurden aus dem Plan genommen. Alles Geld, was da bisher aufgewendet wurde, musste gestrichen werden. Das war ein Verlust für den Verlag. Das kann einen bedrücken, hat mich auch bedrückt, nicht? So, und dann kam Kadergespräch. Ja, mit einer sehr scharfen, stellvertretenden Lektoratsleiterin. Und da habe ich gesagt, also das sehe ich ein, aber ich möchte was anderes machen, ich möchte Utopie machen. Na, da hatten sie gerade keinen. Jawohl, mach du Utopie. Und da habe ich mich auf die Utopie gestützt und nun kam dazu eine Sache im Verlag, dann gab es einen Umbruch. Der Cheflektor und diese Lektoratsleiterin, die schieden aus unter, na also, nicht sehr kollegialen Umständen. Die neuen Mitarbeiter, das waren jüngere Leute, haben sich gegen deren Art empört. Die war nicht gut. Die war doktrinär, dogmatisch, nicht?
So, und dann waren die weg und da hatte ich keinen, mit dem ich mich beraten konnte. Vorher konnte ich sagen, immer, wie ist denn das so und so. Jeder von ihnen hatte, mein Kollege hatte andere Titel, er hatte nichts mit Utopie zu tun. Ich hatte keinen richtigen Cheflektor und wenn der kam, ich weiß nicht mehr, wer kam, ob das Branzen war, weiß ich nicht mehr genau. Der kannte sich zunächst auch nicht aus. So, und ich nur also da jetzt gerudert und gewirkt und da kam ich mit zwei Titeln raus. Manuskripten. Heimkehr der Vorfahren und Augenblick mal, wie hieß das? Marsmenschen, glaube ich, das war ein Sammelband, ja? Hatte Mechenbammel, anstandslos durch, Druckgenehmigung, ich war, Mensch, habe ich mich gefühlt. So, und dann bin ich da beigeblieben. Und dann nach Radlin, der macht Utopie. Wenn da was kam, sofort zu Radlin. So bin ich in dieses Fach hineingekommen, nicht wahr? Ohne es ursprünglich gewollt zu haben. Es ergab sich eben so, ich habe dann gesagt, möchte ich machen. Und bin dann dabei geblieben und dabei erwirbt man ja auch Erfahrung. Das ist klar. Man lernt Autoren kennen, verschiedene Standpunkte. Jeder Autor, meine ich, ist für den Lektor eine Bereicherung. Der kommt aus Lebensgebieten, die der Lektor meistens nicht kennt. Da sagt er, aha, wie der das sieht und wie das so erlebt hat, wie der das beurteilt, ist ja interessant, ja. Oder er sagt, das ist völlig falsch. Kann ja auch sein, nicht wahr? Aber auf jeden Fall, man muss sich damit beschäftigen und das ist immer eine Bereicherung. Wie kam es zum Kontakt mit den Autoren? Das heißt, waren, also jetzt insbesondere bei Dell'Antonio und bei Kopkart, waren das Manuskripte, die einfach so eingereicht wurden oder gab es vorher schon Kontakte, eventuell sogar schon Gespräche, bevor die Romane geschrieben wurden? Bei Kropkat, glaube ich, war es nicht der Fall. Da wurden mir die Manuskripte gegeben. Kropkat war dem Verlag schon bekannt, hatte auch anderes geschrieben, ja. Dell'Antonio war dann bekannt seit dem Gigantum. Und der kam dann uns und sagte, also ich habe da etwas Neues vor, hat ein Exposé eingereicht. Das war so der übliche Weg, ein Exposé. Nun, und wenn ein neuer Autor war, eine Stilprobe. Exposé kann man vielleicht schön feiern, aber Stilprobe, ob er schreiben kann. Dann wurde das entschieden, ja, er bekommt einen Vertrag. Das war ja immer die Frage in der DDR mit dem Vertrag. Das war eine Vereinbarung mit dem Schriftstellerverband. Die Autoren sollten nicht auf eigenes Risiko schreiben. Der Verlag gab mit ihnen einen Vertrag und zahlte je nachdem ein Viertel oder ein Drittel seines Honorars im Voraus, damit er davon leben konnte. Und das war kümmerlich genug, ja. Weil wenn einer 10.000 Auflage hat und so und der Preis macht vielleicht 7 Mark, dann ist das nicht allzu viel und davon noch ein Viertel. Aber es war ein guter Wille und vor allem der Verlag war jetzt verpflichtet, sich um diesen Autor zu kümmern. Das war die eine Möglichkeit. Und die andere war, dass der Autor, nicht meine Autoren, andere Autoren kamen zum Verlag. Guck mal, ich habe da was geschrieben, 200 Seiten, guckt es euch mal an. Ich nenne mal einen Namen, der also weit in der Zeit, der heute näher liegt, Ansorge. Mir völlig unbekannt. Ebenso Fuhrmann, völlig unbekannt. Schicken Manuskripte ein. Exposés, ja. Fuhrmann gleich ein dickes Manuskript, ein ganzes vollständiges Manuskript und Ansorge, Proben, Exposé und Proben. Ich bleibe jetzt bei Ansorge. Naja, also so ging es nicht. Ja. Kann man sagen, guter Wille, aber guter Wille reicht nicht. Und der gute Wille war ein bisschen merkwürdig. Er hatte also in dem ersten Entwurf eine Zukunft dargestellt und die Zukunft aus der Sicht der Gegenwart kritisiert. Also in der Zukunft waren einige soziale Dinge schlechter als heute und fand da nur zurück auf unsere Gegenwart. Ja, damals war alles besser und so. Ich übertreibe ein bisschen alles nicht, aber das war damals besser und schade, dass wir das verloren haben. Also widersprach meine Auffassung ganz. So, und dann ihm eingeladen zum Gespräch. Hereinkommt ein kleiner Mann, der war Kleinansorger, aber also Querformat, ja, kräftig, ja, selbstbewusst, gewohnt aufzutreten und zu sprechen, öffentlich, hat man gehört, er konnte öffentlich sprechen, immer. So, und dann mit ihm unterhalten und ihm anhand seiner Texte gesagt, dass das nicht gut ist und warum das nicht gut ist. Das war also immer und ist heute noch mein Bestreben, dem Autor zu sagen, warum ist das nicht gut?
Wissen Sie, ich habe bei Kollegen, und ich will nicht, wahrscheinlich früher auch, ja, nicht ausnehmen, dem Autor zu sagen, so, das ist falsch, das ist schlecht, das musst du ändern. Und dann ein Gespräch mit dem Autor 3 Stunden lang über sein Manuskript, dann geht er raus mit dem dicken Kopf, hat nichts verstanden und sagt, ja, ja, mache ich. Und er weiß gar nicht, was er machen soll. Nicht? Also man muss also einem Autor doch ihn als Partner ansehen und ihm erklären, sie mal, was du da meinst. Du meinst vielleicht das, aber gesagt hast du das. Oder diese Art, das so auszudrücken oder die Handlung so zu führen, ist ungünstig. Du kommst so in die dollsten Sachen rein. Wenn es einem das gelingt und der Autor sagt, ja Mensch, da hast du recht, dann, glaube ich, hat man was erreicht. Mhm. Und bei Ansauger war es so ähnlich. Ich habe also gesagt, so und so. Auch seine Schreibweise, die war auch so irgendwie verbogen, hinterhältig. Da. Ja, entsprach dieser Auffassung. Früher war ja alles besser. Und das aus einer Zukunft gesehen. So, nun war ich nicht, bin ich immer sehr, wissen Sie, es schmerzt. Ich muss immer annehmen, ein Autor kommt mit gutem Willen. Der kommt nicht, um mich zu ärgern, sondern der kommt, weil er einen Einfall gehabt hat und den will er umsetzen und ist des besten Willensvoll, kommt zu mir. Und wenn ich dem jetzt sage, der Mist kannst du einpacken, tut mir das auch weh. Ihm natürlich sehr, mir tut es auch ein bisschen weh. Und hier war es so ähnlich. Der Mann, der war nett, der war freundlich, sehr selbstbewusst, ja, aber so. Und da habe ich ihm gesagt, ja, also tut mir leid, damit können wir nichts anfangen, nicht wahr? Das ergibt keinen Roman und schon gar keinen guten. So hat er sich verabschiedet, ging mit fröhlichem Gesicht, blieb auf dem Flur stehen, winkte noch zurück. Na nun, dachte ich. Ich dachte, der schleicht jetzt zerknirscht von dann oder wütend. Nee, der war ganz, ganz lustig. Und nach 4 Wochen kam er mit einem neuen Exposé und das war dann ganz anders. Also da, nachher weiß ich, was da war, wie es kommt. Ja? Ansorge war ein ganz doller Kritiker der DDR. Er hatte interne Kenntnisse und wenn wir darüber sprachen, da konnte einem immer schwach werden, was der einem so erzählte, an Dingen, die hinter den Kulissen passierten. Und da war er, ungehalten ist ein mildes Wort, ja? Er war stinksauer drüber. Er hat ja auch sein Leben eingesetzt, um bestimmte Dinge hier zu machen. Und das zeigt sich, das, was ich ihm gesagt habe, genau die richtige Medizin für ihn war. Ja, also die Zukunft, die ist natürlich fortgeschrittener als heute. Und ich kann nicht die Zukunft aus der Gegenwart kritisieren, sondern ich muss umgekehrt die Gegenwart aus der Zukunft kritisieren. Ich muss so einen allgemeinen Fortschritt im Sinne haben. Auf sozialen, natürlich technischen, auf sozialen, wissenschaftlichen Gebiet und so weiter. Und dann wurde daraus Raumkundschafter Kattmann, ein Buch, was ich heute erst recht für ein gutes Buch halte, da stehen Sachen drin, die zu der Zeit ungeheuer waren. Ja? Eine Kritik an der Gesellschaft, natürlich an der Gesellschaft und Buch, ja. Wir werden uns ja nicht blamieren. Ja. Aber der Leser, wenn man das wirklich aufmerksam liest, sagt man, Donnerwetter, das hat der damals schon gesehen und gesagt. Also das war der eine Fall, wo ein Autor zu uns kam mit einem Exposé und Fuhrmann kam mit einem ganzen Manuskript. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Homo sapiens 10-2. Homo sapiens, ja, ja, Homo sapiens. Nun gut, das ist in der gesellschaftlichen Hinsicht ein Klischee, wie es damals üblich war. Diese Klischees gibt es ja heute nicht mehr, bekanntlich, nicht? Heute ist ja alles, auch was vom Besten kommt, das ist so alles differenziert, dass also alle Seiten gewürdigt werden. Und Fuhrmann hat es also nun so gemacht und eine spannende Erzählung daraus gemacht und war ganz platt, als ich ihm sagte, wir machen den Roman, aber der muss ich noch stark redigieren. Das können Sie wohl noch nicht. Der dachte, er hatte vorher schon den Verlag woanders und hatte eine Ablehnung. Mhm. Und er schrieb also in seinem Brief, er will aber genau wissen, warum abgelehnt wird. Und dann dachte er, der alte Mann, den machen wir. Also das war für ihn ein unerwartetes Erlebnis, nicht wahr? Und für mich auch, es ist selten, dass ein fertiges Manuskript kommt. Denn die Autoren haben ja auch gerechnet. Und da gibt es also Veröffentlichungen von Schreier oder so und anderen Leuten, wie man es machen muss. Erst mit dem Verlag ein Gespräch führen und dann ein Exposé anbieten. So. Und dann ja eine Stilprobe liefern. Und dann muss der Verlag einen Vertrag machen.
Und wenn der Verlag einen Vertrag macht, dann bin ich gesichert, der wird schon dafür sorgen, dass das Buch rauskommt. So rein kalkuliert, nicht wahr, wie bin ich am besten am Buch an den Mann. Was ich gerne wissen wollte, ist zum Beispiel noch, ob Sie auch Einwirkung oder Einfluss hatten auf die Gestaltung des Buches, auf den Umschlag zum Beispiel oder auf die Titelgebung. Anfangs ja, später nicht. Anfangs ja, da war noch der Verlag mehr so eine Art Familie und der damalige Herstellung und künstlerischer Leiter Werner Ruwel war gern bereit, Anregungen entgegenzunehmen aus dem Lektorat. Und also es waren Romane von Del Antonio zum Beispiel, da weiß ich es nicht, dass wir also aufschrieben, Vorschlag für Titelbild, Seite so und so, Seite 53. Oder Vorschlag für Illustration, da und da und da. Mhm. So, und das guckte er sich an und sagte, ja, er hat die Manuskripte gelesen, der Herstellungsleiter, ja. Also er wusste, worum es ging. Heute nicht mehr. Nee. Schon lange nicht mehr. Ja. Und da also war auch unsere Meinung auf jeden Fall gefragt. Später wurde diese Richtung als naturalistisch abgelehnt. Und es kam dann die künstlerische Richtung, wo Illustrationen drin waren, wie zum Beispiel hier, die ich nie verstanden habe. Ich weiß heute noch nicht, was das sein soll. Ich habe mich dagegen gewehrt, aber erstens hieß es, du bist Lektor, du hast davon keine Ahnung. Zweitens, wir haben Grafik studiert. Und drittens gibt es die internationale Richtung, also diesen primitiven Soße machen wir nicht mehr. Gut. Da habe ich mich davon dann zurückgehalten. Dass die Bücher trotzdem verkauft wurden, ist an sich erfreulich. Ja. Ja. Gut, ich gebe zu, dass das meine Auffassung da vielleicht ein bisschen kindlich ist, gebe ich zu, ja, aber warum nicht? Ich weiß von Del Antonio, dass er sich mit seinem, Del Antonio hat sich dann mit seinem Grafiker zusammengesetzt und hat ihm gesagt, das sieht ungefähr so und so aus und hier müssen die Schrauben, müssen hier laufen und so. Das wurde natürlich dann von den Kunstexperten als absurd kritisiert. Naja, gut. Später nicht mehr. Manchmal kamen die noch zu uns und sagten uns, also wenn sie sich entsinnen, Ziergiebel, Zeit der Sternschnuppen, so ein Bild von einem Kometen. Das wurde uns vorher gezeigt und wir haben gejubelt, ja. Ja, das war gut, ja. Also das gab es noch, aber sonst nicht. Erik Simon, glaube ich, das ist wieder ein bisschen anders. Der hat besseren Kontakt gehabt zu den Grafikern und ja, aber bei mir war es dann nicht mehr so. Ist denn ein Buch gemacht worden, was Sie gar nicht toll fanden, sage ich mal, was trotzdem gemacht wurde und Sie waren aber eigentlich eher dagegen? Ich musste mich immer wieder neu am Schlips kriegen bei Manuskripten von den Browns, deren Art zu erzählen nicht mir eigentlich nicht. Die ist so ein bisschen naseweiß, vorwitzig und besserwisserisch, aber sie haben was rübergebracht damit, nicht wahr? Und wenn man sich nun rein versenkt, und das ist eben das Geheimnis, dass man sich rein versenkt, meine ich, ja, dann kann man dazu auch was sagen. Was ich nicht konnte, waren Manuskripte von Branzner. Da ist es mir nicht gelungen, mich da rein zu versenken. Diese Art lag mir überhaupt nicht. Aber da waren andere Kollegen, die fanden das wunderbar, die haben das. Warum nicht? Ja. Das heißt, andere Kollegen haben auch utopische Titel gemacht. Dann ja, ja. Mhm. Ja. Also wenn ich sagte, ich kann das nicht, bei Branzner kann ich nur sagen, also ohne hinzusehen wegschmeißen oder ohne hinzusehen drucken, das ist natürlich dann nicht die richtige Haltung. Mhm. Na, dann hat es ein anderer gemacht. Mhm. Ein junger Kollege, Hirsch hieß der, hatte dafür großen Sinn. Na gut, dann ist das gekommen, ja. Haben Sie sich in den 60er Jahren auch so umgeschaut, was in anderen Ländern an utopischen Büchern publiziert wird? Also sowohl im Osten als auch im Westen? Ich nicht. Ich hatte genug zu tun mit meiner DDR-Literatur, hatte auch nicht die geistige Kapazität, um noch anderes viel zu lesen. Ich habe den ganzen Tag ja fast nur gelesen im Verlag, gelesen, redigiert. Dann war ich abends also nicht mehr erpicht darauf, nur große andere Sachen zu lesen. Ja. Oder eben ganz andere Sachen. Aber da ist wenig zu erwarten. Leute wie Erik Simon, die also ein sehr weit gefächertes Interessengebiet haben, hat sie von vornherein
gekümmert um polnische und sowjetische, auch denn Übersetzung amerikanische SF, nicht wahr, hat dadurch natürlich eine andere Breite in seinen Entscheidungen, ja, klar. Die Außenmigratoren mussten ja entsprechend bezahlt werden, nicht mit dem Wiesen, das war ja wohl... Das war ein Grund, den man heute auch unterschlägt, ja, wo ich also immer ärgerlich bin, naja, die haben sich ja bewusst abgeschottet gegen den Westen. Die Leute haben keine Ahnung. Es gibt in der DDR, also bei den Belletristen waren es wohl der Verlag Volk und Welt und der Verlag Aufbau. Mhm. Die hatten nicht nur die Genehmigung, sondern auch die Aufgabe, auch aus dem internationalen Buchaufkommen, also auch des Westens, die geeigneten Titel auszusuchen. Mhm. Kultur und Fortschritt aus dem östlichen und Volk und Welt aus dem westlichen Gebiet. Dafür bekamen sie Devisen und achteten natürlich darauf, dass sie die Devisen bekamen. Und wenn jetzt so ein kleiner Verlag wie wir dagegen aufmüpft und wir wollen also drucken, das und das, nicht wahr? Und das kostet Devisen, dann haben die natürlich sich dagegen gewehrt, denn das ging ihnen ja verloren. Mhm. Die Devisen waren ja nicht unbegrenzt und wir haben manchmal Tricks anwenden müssen, um das Ministerium für Kultur zu, dass genau wir die Richtigen sind, Bradbury, ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Und deswegen hat es auch wenig Sinn gehabt für mich, sich nun da umzusehen. Einmal, das war nun Zufall mit der Gedankenkontrolle, da hatte ich ein paar Titel bekommen. Ach so, da musste ich was vorausschicken. 1975 oder so, 73, 73, wissen wir genau, 73 wohl, ja, war ein Con, wie wir Gebildeten sagen, in Poznan. Wie wurde es damals genannt? Da hieß es ja nicht Con. No, Treffen, nicht wahr? Treffen der fantastischen Literatur. Auf die Gefahr, mich zu wiederholen, möchte ich da eins anfügen, weil ich das mir so eingeprägt hat. Das war ein Erlebnis. Da hatte man so Tische und unter Glas die Produktion, also deutsche, also DDR-Titel, Übersetzungen und solche Sachen. Und dann gucken wir die anderen und auch die Westdeutschen, die waren riesenhaft, bunte Hefte, eins am anderen, mein Gott, da kommen wir gar nicht mit. Aber nicht genau hingeguckt, welche Titel. Und dann kamen die an unser Stand, da war ich dabei, und sagten, sagen Sie, sind das alles deutsche Titel? Wie meinen Sie das? Na, sind die bei Ihrer Autoren? Ja, das sind unsere Autoren aus der DDR. Erstaunlich, sagten die. So viel haben Sie? Wir kannten uns gar nicht so viel. Aber dann kam raus im Vergleich zu Ihnen, da war es viel. Die hatten ja kaum deutsche Autoren. Die hatten bloß Übersetzungen, nicht wahr? Und da wurden wir also Donnerwetter. Und dann klagten die uns ihr Leid, wie sie unterdrückt werden, die deutschsprachige SF, nicht wahr? Wie nur amerikanische und englische Autoren dazu zu Worte kommen. Da waren wir natürlich die Großen. So. Und da gab es eben dann Beziehungen und Verbindungen. Und der Verlag bekam von da aus geschickt, aus dem Westen, von zwei Verlagen, Goldmann, die bekam ich immer, und Heine, aber auch andere Titel. Und zum Teil kamen die, also Goldmann kam immer zu mir, ein Jammer, ich konnte die gar, auch, da waren auch hübsche Titel bei, ich konnte die gar nicht verwenden. Ich hatte gesagt, das Geld nicht, ne? Was sollte ich damit? Und dann andere Titel, Franke, ja, so. Und dann kam der Gedanke, wir machen mal darüber eine Anthologie. Lief der Kontakt hauptsächlich über die Verlage oder hatten Sie direkt Kontakt mit den Autoren für die Anthologie? Ich konnte nur über die Verlage, über die Verlagsleitung. Ich hatte nicht das Recht, mit denen zu korrespondieren. Offen gesagt, ich wollte es auch nicht. Denn dann ging es dann bald um finanzielle Dinge und das ist nicht mein Gebiet und da habe ich mich dann ferngehalten. Ja, klar. Der Mann vom Anti ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Anthologie gewesen. Ja. Denn sie war ja die erste Anthologie, die ausschließlich DDR-Autoren beinhaltete. Ja. Die haben Sie herausgegeben. Ja. Wie hat das funktioniert? Haben Sie da Autoren angesprochen? Gab es da eine Ausschreibung oder wie war das? Das weiß ich nicht mehr. Also Autorenversammlung, glaube ich, gab es nicht. Ob wir die angesprochen haben, wir hatten ja noch, also ich hatte ja noch in Erzählungen keine Erfahrung. Aber es war so, es kam eben außerdem Romanmanuskripten, die wir dann meistens machten, auch mal kürzere Sachen. Und vielleicht haben wir mal danach gefragt, ob sie noch mehr kürzere haben. Muss ich mal reingucken.
Ja, von Zielgiebel hatten wir schon da. Aber weil es kein Roman war, haben wir eben es liegen lassen und dann gesagt, so, Zielgiebel, Günther Kunert, dem haben wir nicht geschrieben. Der muss es erfahren haben von anderen. Und brachte es zu uns. Der brachte drei Erzählungen. Und die waren alle sehr finster. Und die eine habe ich dann gesagt, nicht, und zwei haben wir dann genommen. Rolf Krohn, mit dem hatten wir ja Verbindung. Der hat uns seine Manuskripte geschickt, immer, ja. Zwei Erzählungen, die etwas heute als naiv, Mädchen von Ninive, und nachher die Erzählung Cora, habe ich heute nochmal gelesen, so schlecht ist die gar nicht. Nein. Erik Simon, Marsmenschen, Günter Brandenburger, Vertrauensstellung, das war auch mehr so ein Zufall, dass die an Land kam. Gerd Prokop, das war entnommen aus einem Sammelband, also wo Prokop einen eigenen Band rausgab. Eins der schönsten Bücher oder die schönste Buchreihe eigentlich beim Neuen Berlin war Lichtjahr. Ja. Und weil es auch von der Form her, vom Inhalt, von der Farbigkeit, rein vom Format her schon was ganz anderes, was ja. Außergewöhnliches war. Die erste Ausgabe von Lichtjahr haben Sie gemeinsam mit Erik Simon herausgegeben. Mhm. Wie funktionierte das? Wie kam es zu der Idee? Wie ging es da überhaupt los mit Lichtjahr? Das ging so los, dass ich glaube 1971 in Dresden war, eingeladen zu einer Diskussion über Snegov, entweder Ring der Gegenzeit oder so. Ja. Und von Anfang an hat Erik Simon mich mit verschiedenen Forderungen gelöchert. Und eine von denen war, ein Almanach rausgeben. Nun war Almanach mir kein Begriff und ich lebte so in meinen Vorstellungen, ja, Romane, Erzählungen, aber alles andere ist von übel. Nee, aber er hatte dann einen weiteren Blick und ein weiteres Bedürfnis. So, und dann lernten wir uns später kennen. Er hatte dann erstmal im Verlag gearbeitet und hat auch Erzählungen geschrieben, aber immer mit einem Almanach. Wir müssten Almanach machen. Aber auch der Verlagsleiter oder Cheflektor war nichts davon so angetan, weil es ein Experiment war und weil man wusste, das kostet natürlich Geld. Ja? Ist unsere grafische Industrie in der Lage, so ein kostbares Ding zu machen? Bei jeder solcher Sammlung ist die Frage, kriegen wir genug vernünftige Autoren zusammen? Das ist immer die große Frage. Mit den Grafikern, das müsste wohl zu regeln sein. Und dann war dieses Treffen da in Poznan. Und da sah der Cheflektor auf einem Stand von Jugoslawien, die hatten so Almanache. Und da war er begeistert. Ja. Das müssen wir auch machen. So. Und von da an schrieb er sich die Idee zu. Aber eigentlich stammte von Erik Simon. Und dann gab es einen Auftrag sozusagen und dann haben wir den gemacht. Da war Erik Simon also die federführende Kraft. Ja. Ich habe dann bloß noch ein bisschen mitgemimt, so am Rande mal hier eine Erzählung beigesteuert, also zu Anfang. Oder ein paar Texte geschrieben dazu. Aber die treibende Kraft war Erik Simon. Das muss ich also, war seine Sache. Wie war die Zusammenarbeit? Haben Sie direkt zusammengearbeitet oder hatte jeder seinen eigenen Aufgabenbereich quasi? Im Verlag? Mhm. Simon hatte eben die sozialistische Literatur, weil er sich in den Sprachen da auskannte. Die westliche eigentlich auch nicht. Ich hatte eine. Oder hat er die gemacht? Weiß nicht mehr. Na, wir hatten ja keine westliche. War ja nicht, kaum, wenig. War ja nicht unser Gebiet. Also hat man dafür keinen besonderen Mann. Und ich hatte die DDR-Literatur. Erik Simon hat auch eben, er hatte Kontakt zu den jungen Nachwuchsautoren. Mhm. Na, von denen, mit denen eben ich Schwierigkeiten hatte. Ja? Die haben mir nicht gelegen. Sehr. Mhm. Ihm haben sie gelegen, er fand die gut. Ich fand die nicht gut, na gut, dann hat er sein Almanach reingenommen. Aber ich habe mich nicht verstehen können, die in solche Sammelbände reinzubringen. Da bin ich eben konservativ gewesen. Ja, man gab sich mal Manuskripte, komm, lies das mal. Und ich hatte in Erik Simon immer einen äußerst kritischen, aber äußerst treffsicheren Gutachter. Geschichten, weiß ich, einer von Gottfried Kolditz, den Namen kennen Sie vielleicht, der war Filmregisseur. Ich habe ein paar davon im Lichtjahr untergebracht. Und Simon wusste, dass der Mann mir liegt, ihm lag er gar nicht, aber so ist es eben, ja. Und eine Geschichte, mit der ich nicht so klar kam, die gab ich Erik Simon. Und der hatte das treffsichere Urteil und sagte, ja,
Und das hat er auch dem Autor gesagt, da war er also ohne Furcht. Nicht? Also hier, wo die Geschichte zu Ende ist, das Manuskript, da fängt sie ja erst an. Er hat mir sicher auch mal was gegeben, ja, also jetzt DDR-Autoren. Und ja, meist habe ich gedacht, ja sicher, sollte man machen, nicht? Auch wenn es mir nicht so gelegen hat. Es gab ja diesen Arbeitskreis Utopische Natur im Verband und darüber weiß man ja relativ wenig, was der so gemacht hat. Und waren Sie da aktiv mit dabei und hat das auch eine Auswirkung? Selbstverständlich. Ja. Also die Idee kam auf, das gab mal so Zusammenkünfte. Die Verlage haben ja auch untereinander Kontakt gehalten. Also Verlag Neues Leben und das Neue Berlin haben sich gegenseitig eingeladen zu bestimmten Tagungen. War sehr schön, habe ich mal andere Auffassungen kennengelernt beim Verlag Neues Leben. Und da kam irgendwann mal die Frage auf, ja, kann man das nicht irgendwie noch besser organisieren? Da sind ja die Autoren dran interessiert. Wo sollten wir uns sonst organisieren? Das musste im Verband sein. Und unsere Autoren, ja, die waren so Einzeltäter im Verband, nicht? Die so herumirrende Meteoriten. Wenn sie da über ihre Probleme sprechen wollten, dann gucken die anderen gelangweilt zur Seite und sagten, was soll uns das? Ja? So, und wir haben uns dann organisiert und dann wurde eine Art Leitung gewählt und da war ich dann mit drin. Krupka war der Vorsitzende, jahrelang. Ja. Naran kam erst später dazu. Ich weiß nicht mehr, Fickelscherer-Babbel dabei und wer noch, weiß ich nicht mehr. Und das war dann so, alle Viertel oder alle halbe Jahre kamen die zusammen. Also eine Aktivität des Schriftstellerverbandes war gar nicht schlecht. Ministerium für Kultur war auch noch dabei, richtig, von Anfang an, ja. Warum nicht? Ich habe die nie als Gegner angesehen. Das waren unsere Verbündeten im Ministerium für Kultur. Und wir haben mehrmals von ihnen die Aufforderung gehört, ihr macht zu wenig Utopie. Es gab Jahre, wo es dünner war. Das heißt also auch wieder, wir wurden als wichtig angesehen. Deswegen war ich also auch dabei. Und da war zu Anfang der ersten Jahre die Tagesordnung so, es sprach ein Wissenschaftler oder Fachmann über ein wissenschaftliches oder technisches oder soziales Problem. Und da wurde diskutiert. Oder ja, es hat ein Autor aus seinem Manuskript vorgelesen. Oder es wurde ein frisch erschienenes Buch diskutiert. In Fürsprache und in Gegenrede. Um das jetzt noch als Charakteristikum anzufügen, es gab noch diesen Roman von mit dieser Atomsache da. Der hat also geschrieben, wie in der Nähe der Grenze der DDR im Westen eine Atomladung detoniert und was das für Folgen hat. Eiszeit, ja. Von Panitz. Dankeschön. Also Panitz, ja. Und der war mal eingeladen zu uns und haben wir darüber gesprochen. Auch kritisch. Und er sagte erst zum Schluss, er ist ganz überrascht über die Offenheit, die hier herrscht, wenn er seine anderen, die anderen Verbandssitzungen sieht und so Kollegen, so offen wird dann nicht gesprochen. Im Gegenteil, da wird immer rumgedruckst und so, keiner sagt seine wahre Meinung. Das ist hier aber ganz anders. Also wir hatten schon ein gewisses Plus für uns. Ja. Es herrschte eine einigermaßen Offenheit und man freute sich sozusagen, wenn ein neues Buch rauskam. So wie mir schien, ohne Neid. Nicht? Das war für mich die Leistung dieser AUL, Arbeitsgemeinschaft Utopische Literatur. Ob sie die Literatur sehr befruchtet hat, neue Ideen, das glaube ich nicht. So war sie auch wohl nicht angelegt und da muss ja jeder Autor mit sich selber zur Rande kommen, muss seine Erkundung vorwärts treiben. Aber sie waren nicht mehr ausgegrenzt. Sie erwähnten gerade eben die Raumfahrt. Haben Sie sich eigentlich damals auch für die Entwicklung der sowjetischen und der amerikanischen Raumfahrt interessiert oder war das nicht so Ihr Thema? Haben Sie sich mehr für die literarischen Ich habe mich mehr für die literarische Seite interessiert. Haben Sie in den letzten Jahren denn an die alten Bücher auch mal reingeguckt? Haben Sie die Bücher noch mal gelesen? Und wenn ja, welche haben Ihnen gefallen? Ich habe sie nicht mehr. Sie haben sie nicht mehr. Ich habe gelesen noch mal Kairos von Fuhrmann ist ein neueres. Ich habe etwa 7-mal gelesen, Der Unbesiegbare von Lem. Ich werde sicher noch, das ist für mich ein so ausgezeichnetes Buch, in seiner knappen Sprache, in seiner knappen Führung. Also da steckt viel drin in dem Buch. Ja?
Ja, und weiß ich sonst, habe ich nicht mehr gelesen. Ich habe ja nichts mehr. Und welche sind Ihnen am liebsten in Erinnerung? Welche sind Ihre Lieblingsbücher? Ja, also das hängt ja auch von der Zusammenarbeit mit den Autoren ab. Da sind mir in Erinnerung gut Il Antonio, Heimkehr der Vorfahren. Dann, aber jetzt in der zeitlichen Reihenfolge unregelmäßig, gut auch Zielgiebel, Zeit der Sternschnuppen, obwohl da ein hartes Ringen war mit dem Autor. Dann die Fuhrmann-Bücher, die Untersuchung Medusa und Kairos. Also Fuhrmann hat mir gelegen, ja, der Autor, das war so meine Kragenweite sozusagen. Ja. Krupkat Nabu war auch gut, da war mehr als nur Abenteuer drin. Übrigens, also Zielgiebel, der hatte Verbindung mit dem Mitteldeutschen und hatte da dieses Buch als Roman eingereicht. Nun ist der Mitteldeutsche nach meiner Sicht von ferne in seinen Entscheidungen sehr zögernd. Da haben wir schneller entschieden. Ja. Und dann gab es irgendwie einen Knatsch. Da ist er da, hat er sich befreit und kam zu uns. So, das wusste unser Verlagsleiter. Und wir hatten das Buch im Manuskript im Verlag. Na, wie kann man ein Manuskript annehmen von einem Verlag, der es zu Recht abgewiesen hat? Dann hatte ich aber einen guten Lektoratsleiter, der kannte die Mitteldeutschen und hat gesagt, na, warte mal ab, nicht mal, das kann man einfach nicht so pauschal sagen. Und dann habe ich das gelesen und das ist mir aufgefallen, etwas, was manchmal vorkommt, ein Autor will, was ich jetzt sage, gilt auch für Bernd Ulbricht, ja? Ein Autor will aus seinem Text mehr rausholen, als drinsteckt. Er überfrachtet den bei Zielgiebel in philosophisch-moralischer Hinsicht, bei Ulbricht also auch. Ja? Und dann wird es langweilig. Dann hängt es durch, hat gar keine Beziehung mehr zu den Personen, zur Handlung, dann wird er diskutiert und theoretisiert und ja, so. Und wenn das dazu noch so ein bisschen ideologiekritisch ist, na, dann kann ein Verlag sagen, ach nee, machen wir nicht. Und das kam dann zu mir und dann habe ich damit mir angesehen und habe Streichungen vorgeschlagen. Also all diese verquollenen, verquarsten Stellen raus, die weit über die Handlung hinausgingen, und man sagte, wozu soll mir das jetzt, nicht wahr? So, und der Autor war natürlich sehr klar empfindlich, nach dem, was vorangegangen war. Ja, nun kommt noch der alte Redlin, nicht wahr? Und sagt also so und so, und das geht nicht. Und Zitat des Autors, Erinnerung einige Jahre später, wir haben uns gegenüber gesessen mit gezückten Messern, sagte er. Ja, habe ich mich rein auf das Sachliche beschränkt. Wissen Sie, so emotionale Aufwallungen, die liegen mir nicht. Und dann habe ich ihm das dagelassen und dann hat er es gelesen und gab es seiner Frau. Der hat gesagt, der Roman ist doch viel besser geworden, sagte sie. So, dann gab er mir es zurück, die Streichungen waren akzeptiert, ich habe ihn eingereicht, wir bekamen Druckgenehmigung und jetzt konnte mein Lektoratsleiter zum Verlag sagen, siehste, das haben wir hingekriegt. Ein Buch, was schon außer Kurs gesetzt war, wieder zum Laufen gebracht. Also das sind so Erlebnisse, wo man sich dann freut, nicht wahr, ja, dass man doch was gehabt hat. Ja. Schmeichelt Ihnen der Begriff Vater der DDR-Science-Fiction? Freuen Sie sich darüber? Nö. Also ich bemühe mich also von Schmeicheleien unbeeindruckt. Es lässt mich eigentlich kalt. Ich bin nicht der Vater. Vor mir gab es auch schon einige Leute, und zwar tüchtige Leute, zum Teil untergegangene Leute, wie hieß der vom neuen Leben? Ortmann, richtig, Ortmann. Der hatte also, das hängt bei mir zusammen mit dem Fahrenheit. Doch an den Roman erinnere ich mich auch gern. Weil das war ein bisschen schwierig, den durchzubringen. Hat sich aber gelohnt. Ja, und er wollte ihn im Verlag neues Leben bringen. Wusste ich nicht, wir so eng haben wir nicht zusammengearbeitet und so. Und dann wurde es aber von deiner Verlagsleitung abgelehnt. Ich hatte bei meiner Verlagsleitung Rückhalt. Er und Fickelscherer bei ihrer Verlagsleitung nicht.
Das wurde als unvermeidliches Übel betrachtet, diese Art Literatur. Hat mir mal der Verlag dann selber gesagt, so, meinen Sie, dass das gut ist? So, und dann erfuhr der Ortmann, dass sich der Neue Berlin und Redlin dafür interessiert. Und jetzt dachte er, die wollen ihm das aus den Fingern, aus den Klauen reißen. Und hat sich da empört geäußert. Wollte ich ja nicht. Ich hatte nur davon Erfahrung gedacht, Mensch, das müsste man machen, hab's gelesen. Ich konnte es mir in der Staatsbibliothek besorgen. Sagte, ja, das ist interessant. Na nun, all die Fragen, die Wiesen und Westautor. Und dieser verdammte Bradbury hat keinen sozialistischen Humanismus, nicht? Ja. Ein rein bürgerlicher Mann, nicht? Das sind so die Probleme. Und dann haben wir uns ausgesprochen und ich habe ihm das klar gemacht, also Gottes Willen, wenn er ihn durchbringt, bitteschön, ist es sein Titel. Aber wenn er ihn nicht bringt, dann springen wir ein, versuchen wir es durchzubringen. Und er hat mir gesagt, also es hat dann keinen Zweck bei Ihnen. Dann haben wir es übernommen und haben nun nach Gutachten gesucht. Wir hatten unsere Gutachten, wir mussten immer ein Gutachten machen, also eins aus dem Hause und ein Außengutachten. Also ein Außengutachten, möge von einem Fachmann, und den zu finden war hier schwer. Den wir hatten, ein alter Gutachter für uns, wurde vom Ministerium nicht akzeptiert. Die hatten kalte Füße bekommen. Warum, weiß ich nicht. Bradbury. Na, also, vielleicht wäre ich jetzt überheblich, nicht? Aber ich habe das eben so erlebt. Und jetzt einen neuen. Ich kannte einen sowjetischen Wissenschaftler, Staljarov, im Gewi-Institut, der sprach vorzüglich Deutsch. Und in der Sowjetunion war das Buch rausgekommen, ohne Schwierigkeiten. Also ich den aufgesucht, ob er nicht, ja, sagt er, in der Sowjetunion, das ist etwas anderes, nicht wahr, als hier in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass man das machen sollte. So, und dann saßen wir da. Ja, also das sind die Schwierigkeiten gewesen, die wir erlebt haben. Ich will nicht von Zensur reden, ich will nur reden, also hier, es war Schwierigkeiten, bestimmte Titel, die in einer gewissen Hinsicht anrüchig waren, durchzubringen. Und nun kommt der große Zufall, ich werde eingeladen zu einer Dissertationsverteidigung in Dresden. Und in der Pause ging ich dazu dem Professor und sagte ihm, Herr Professor, wir haben ein Problem, ich bin von dem und dem Verlag, wir möchten das und das. Und Sie haben sich doch, wie ich aus Ihren Schriften sehe, beschäftigt mit der westlichen Science Fiction und nun brauchen wir einen sachkundigen Gutachter für dieses Buch. Natürlich mache ich das, sagte er. Und da hat er uns ein Gutachten geschrieben, so voller Ideologien geknallt, dass man nichts anderes machen konnte, als diesen Roman rausbringen. Ja, das sind so die Erinnerungen, die an einzelnen Büchern hängen. Ja. Ja. Natürlich ist es so, Bücher, die einem Schwierigkeiten machen und die man dann durchbringt, die haften länger im Gedächtnis, als welche, die glatt gehen. Das ist klar, nicht? Ja. Lesen Sie heute, also jetzt quasi nach der Wende, immer noch Science Fiction? Ich lese hier in der Bibliothek in Treptow. Ist ein ziemlich weiter Weg für mich, 25 Minuten, wenn ich kann, nehme ich das Fahrrad. Und da gucke ich immer, ob etwas Neues bei ist. Ich habe da schon manches gelesen, was mir nicht bekannt war. Da nehme ich mir meistens eins mit, auch neueste, ja, wo denn eine Art zu schreiben ist, die insofern bemerkenswert ist, die nimmt nichts mehr ernst. Es ist fast alles bloß noch Jux. Manchmal vergreife ich mich, das kenne ich schon. Ich habe gelesen von José Philipp Farmer, Die Flusswelt, hat mir erst gefallen. Nachher habe ich gemerkt, aber das geht Leuten hier auch so. Heiner Rank ging es auch so zum Teil mit seiner Ohnmacht der Mädchen. Die verstricken sich in dolle Sachen und kommen nicht wieder raus. Ja. Wenn die jetzt zum Ende kommen sollen, oh Gott, wie komme ich da raus? Und der kommt eben nicht raus. Da kommt dann so ein Verlegenheitsler raus. Ja. Sonst habe ich eben wenig gelesen, auch weil mich die DDR-Literatur häufig gelangweilt hat. Da passiert nichts. Die sind nicht darauf gerichtet worden,
Konflikte aufzugreifen, Widersprüche darzustellen. Es gab eben bei uns keine Widersprüche. Da kann ich nicht erwarten, dass da eine tolle Literatur entsteht. Und da war die Utopie eine rühmliche, und die Kriminalliteratur auch, eine rühmliche Ausnahme. Deswegen wurden die Bücher auch gelesen, weil sie von dem einerlei abwichen. Das heißt, die gegenwärtigen deutschen Science-Fiction-Autoren lesen Sie dann relativ wenig? Ja, ich meine auch die Westdeutschen und so. Ja, überhaupt, insgesamt. Ja. So. Na, ich lese also... Die Älteren, die immer noch schreiben, oder die Jüngeren, die jetzt... Ja, wenn ich es kriege. Die Buchhandlung, die Bibliothek hat natürlich wenig Geld, klar. Und wenn was da ist und ich finde das, nehme ich es mit. Aber wenn nichts da ist und ich weiß es... Ja. Und wenn ich also jetzt hier die Alien Contact ansehe, na, die kann ich nicht alle lesen und... manchmal möchte ich sie auch gar nicht alle lesen, was da steht. Ich bewundere das immer, dass ich lesen muss. Sie meinen jetzt aus den Rezensionen? Ja. Da merke ich schon, ich warte, also würde mich sicher nicht befriedigen, was ich da lesen muss. Ja, uns auch nicht immer. In Alien Contact 41 erscheint eine Erzählung von Ihnen. Seit wann schreiben Sie denn selbst? Seit Ende vorigen Jahres. Da kann ich Folgendes zu sagen. Vor Jahren erzählte mir Gerd Frey, da war er und sicher nicht nur er alleine, auch andere noch Mitglieder vom Animon, zu einem Tagung oder Con in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, war es. Und da wurde also gesagt, ja, jetzt müsste man mal über Gott schreiben. Gut, und da kam er zu mir und hielt das für eine ganz neue Idee. Und naja, das ist jetzt nicht ironisch gemeint, er sah das eben so. Und ich sagte, also Gott, weiß nicht, ob das... würde mir nicht so liegen, man sollte mal lieber schreiben über das, was mit den Seelen geschieht, die also in der Ewigkeit sind, die nach dem Tode des Körpers. Das habe ich ihm gesagt, das habe ich auf anderen Zusammenkünften gesagt, in Leipzig bei Autoren. Ich habe es irgendwo mal schriftlich ausgedrückt und das Echo war also gleich null. Mhm. Ja, hat also keiner drauf angesprungen. Nun habe ich aber eine Weile morgens um 7 vor den Nachrichten im Radio Kultur kam immer ein Pfarrer zu Wort. Worte für den Tag. Mal ein evangelischer, mal ein katholischer und mal einer, der wohl nicht unbedingt Pfarrer war. Das war immer ganz interessant, auch wenn ich also sagen wir, inhaltlich oft nicht zustimmen konnte. Es waren manchmal erstaunlich sozialkritische Sichten dabei. Dort Donnerwetter, gut, ja. Und das waren also naive Sichten dabei, Gott wird schon richten, also da erzählen sie erst furchtbare Sachen und dann also vertraut in Gott, der wird schon richten. Und das regt man immer auf, sowas, ja. Und da kam irgendwie mal, ob ich mal versuche, da was zu schreiben, und da habe ich lange gebraucht, um erstmal einen Anfang zu finden und dann lange gebraucht, und ich bin kein Erzähler, ja. Es gibt ja Menschen, die setzen sich hin und erzählen, erfinden Geschichte, wunderbar. Mhm. Kann ich nicht, habe dann so zusammengestoppelt hier ein bisschen was, aha, und dann kann man da weitermachen. Und zum Schluss war es wohl doch etwas geworden wie eine Art Geschichte. Dann habe ich es aufgeschrieben, überarbeitet, redigiert und gedacht, so eine, zeigst es mal den Leuten. Meine letzte Frage, Herr Rappin. Wie haben Sie sich als junger Mann das Jahr 2000 vorgestellt? Und Teil 2 der Frage, jetzt wo das Jahr 2000 vorbei ist, sind Sie enttäuscht vom Jahr 2000? Also ich habe, das weiß ich, in den letzten Arbeitsjahren, ich bin 86 ausgeschieden, ja, und vorher schon eine brennende Neugier gehabt, auf da, wie die Geschichte weitergeht. Allerdings glaubte ich an eine sozialistische Fortsetzung der Geschichte, der Gesellschaft, und dann wurde mir allmählich klar, also da stimmt was nicht, das muss anders werden. Und dann kam dieser große Umbruch, der hat mich eine Weile getroffen, gerade so im Dezember 89, da war er völlig ratlos, wie sich abzeichnete. Es gibt einen absoluten Umschwung, ja. Und da habe ich mich darauf eingestellt und habe also nun von der Zukunft nicht mehr viel erwartet, als, das aber ist eine spätere, relativ junge, neue Einsicht bei mir, eine ganz neue Form des Zusammenlebens sich hier herausbildet. Was neu kommt, macht mir eher Angst als Freude. Ich kann aber sagen, Gott
vielleicht geht es noch irgendwie gut. Man will nicht allzu pessimistisch sein, obwohl ich wenig Hoffnung habe, nachdem alles, was man so aus der Zeitung und so aus dem Fernsehen weiß, dass da Entwicklungen im Gange sind, die ich für sehr schädlich halte. Ich habe da einen Tagesspiegel mir ausgeschnitten, eine Zusammenstellung von Vorstellungen von so Wirtschaftsinstituten, wie Sie meinen, dass das weitergehen soll. Das ist eine Vereinzelung des Menschen, setzt nur aufs Individuum. Das Wort Solidarität kommt da überhaupt nicht vor. Der Mensch muss flexibel sein. Na eben, wenn er keine Arbeit hier findet, dann muss er eben in eine andere Stadt ziehen. Da kriegt er wohl Arbeit. So soll es heute zum Teil schon in den USA sein, wo ein Nomadentum neu entstanden ist. Die ziehen dahin, wo sie Arbeit kriegen. Aber amerikanische Soziologen sagen dazu, damit geht ihre Bindung an die Familie verloren, an alles, was den Menschen so ausmacht, ist verloren. Die sind bloß noch so ein Spielball. Und also ich muss sagen, davor habe ich also Angst, aber ich weiß, ich erlebe es wohl nicht mehr. Aber meine Kinder, und das ist das, was mich bedrückt, ich bin angetreten, um meinen Kindern ein besseres Leben zu schaffen und meinen Enkeln. Und jetzt muss ich sehen, ich habe es nicht geschafft. Was auf sie zukommt, ist wahrscheinlich hart, sehr hart, ja. Und der wissenschaftlich-technische Teil der Zukunft, sage ich mal, ist das eingetreten, was Sie sich damals erhofft hatten? So, oder was Sie damals gedacht hatten, was kommen wird? Ja, also Internet habe ich mir nicht gedacht, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Ja, das Handy, na, Ähnliches ist schon bei Lem in seinen Weltraumgeschichten da vorgeführt worden, finde ich gut, ja. Diese Tourismuskarawane, die finde ich nicht gut. Ich habe da völlig andere Vorstellungen, aber die sind auch natürlich illusionär zum Teil. Und was halt auf dem medizinischen Wege passiert. Ich habe nur in der DDR mir eingeprägt, diese Meinung, das nächste Jahrtausend wird bestimmt von der Genetik. Also das scheint zu stimmen. Aber so wie es sich jetzt darstellt, wird es eher missbraucht als zum Segen. Ich weiß aus der DDR, da hab ich mich ja so gut, es ging auch ein bisschen mit Philosophie beschäftigt, ich habe die Zeitschrift für Philosophie gelesen, und da stand also etwa drin, die Genetiker sagen jetzt, wir können also den Leuten der Wissenschaft sagen, was wir alles können. Das wird eine ganze Menge sein. Aber entscheiden muss die Philosophie, ob wir eine Reparaturwerkstatt oder ein Entwicklungslabor sind. Finde ich gut ausgedrückt, ja. Und nun meine ich, alles ist möglich, aber auf einer humanistischen Grundlage. Und heute sehe ich nur eine profitorientierte Grundlage. Und da, glaube ich, da kann Schlimmes daraus folgen. Herr Radin, wir haben alle unsere Fragen gestellt. Ja. Haben wir was vergessen, was Ihnen ganz wichtig ist? Als wir in Dresden war es wohl, waren, und ja, und da die Frage aufkam, die Zukunft der Science-Fiction-Literatur. Ich habe das so aufgenommen, und jetzt habe ich dazu eine andere Position und muss sagen, also erstmal ist die Science-Fiction, hat sich völlig gewandelt. Im Laufe von 50 Jahren ist was ganz anderes draus geworden. Ja. Und dass man es immer noch Science-Fiction nennt, halte ich für eine Anmaßung, ist es nämlich gar nicht mehr. Ja. Aber die Leute meinen eben, und die Leute sind in diesem Fall die Verleger und so, das verkauft sich gut. Was sie offenbar auch schon als kleiner Irrtum herausgestellt hat, es ist nicht mehr automatisch, dass Science Fiction sich gut verkauft. Die heiße Neugier und Liebe zur Technik, die Anfang der 50er Jahre, 60er, 70er Jahre noch da war, ist ja erloschen. Was man dort vorschlug und dachte, hat sich zum Teil erfüllt. Neue Vorstellungen liegen also wenig vor. Wenn ich in die Bibliothek gehe, lese ich die, blättere ich durch. Die Zeitschrift PM, die ist zwar sehr spektakulär, immer auf Sensationen aufgemacht, aber es sind ein paar Sachen drin. Gut, die stellen das so vor, als ob das morgen der Fall wäre. Ist natürlich nicht der Fall. Aber was da auf uns zukommen könnte, auf verschiedenen Gebieten, auch der technischen Entwicklung. Und meine ich, da ist nicht alles falsch, nicht? Wenn ich also sozusagen mich auf das Brecht-Wort berufe,
die Wissenschaft soll der Erleichterung des Lebens dienen. Dann sehe ich also heute vielfach, dass die Wissenschaft missbraucht wird zur Verbesserung des Geldverdienens. Mhm. Und das halte ich für einen Irrweg. Ich kann mich irren. Es kann sein, dass diese neue Art, dass man die irgendwie einrichten kann, dass also die meisten Menschen irgendwie zurechtkommen. Das muss ich zugeben. Mhm. Kann sein, ja. Ich werde es nicht mehr erleben, aber ich habe doch gewisse Sorgen. Und die Science-Fiction-Literatur hätte hier viel zu sagen. Sie sagt es aber nicht. Sie hörten Alien Contact Audio 2. Redaktion und Tontechnik Hardy Kettlitz. Das Interview führten Hardy Kettlitz und Siegfried Breuer. Sprecher Arno Behrendt. Ja, das war Eckhard Rittlin im Interview mit Hardy Kettlitz und Siegfried Breuer. Die Anmoderation, wie gesagt, gesprochen von Arno Behrendt. Und das Ganze erschien auf der Alien Contact Audio CD im Jahr 2001. Und mit freundlicher Genehmigung von Hardy Kettlitz durfte ich euch das zu Gehör bringen. Das war's mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie die ISBN oder die Bezugsmöglichkeiten für die Bücher, die ich euch hier vorstelle, findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.org. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung unterstützen könnt, sei es über Flatter, über PayPal-Unterstützung oder über Spenden auf irgendwelche andere Art und Weise oder auch die Wunschliste, die an meiner Amazon-Wunschliste, von der ihr mir Wünsche erfüllen könnt. Und ein paar organisatorische Sachen gibt es noch zu sagen. Zum einen, ich habe die Webseite umziehen müssen, da mein alter Internet-Webseitenanbieter gerade dicht macht, und habe im gleichen Atemzug mir noch eine neue Internetdomain besorgt. Vorher war es ja immer erreichbar unter fantastica.mesputine.de, darunter ist es auch weiterhin zu finden. Aber ihr findet es jetzt auch ab sofort unter fantastica.org. Beim Umzug gab es so hier und da noch ein paar Probleme. Der Feed zickt ein bisschen, wenn ihr also neue Episoden nicht finden solltet in eurem Feed, sondern nur auf anderen Wegen, würde ich euch bitten, mir auf jeden Fall Bescheid zu geben oder aber auch auf der fantastica.org Seite den Feed einfach nochmal neu zu abonnieren. Die Episode hier erscheint nochmal sowohl im alten Feed als auch im neuen, das heißt, so sollte es da Probleme geben, wisst ihr dann hoffentlich auch Bescheid. Ja, ansonsten habe ich noch versucht, eine mobile Webseite zu machen, die auch ein bisschen in Richtung Barrierefreiheit gedacht ist. Die ist unter mobile.fantastica.org zu finden, also mobile.fantastica.org. Und ich weiß nicht, ob die wirklich ernsthaft barrierefrei ist. Da würde ich mir hoffen, dass ihr mir da noch ein bisschen Feedback gibt. Und auch, ob das jetzt auf allen euren Telefonen ordentlich aussieht oder nicht, da wäre es auch ganz gut, wenn ihr mir da noch Feedback geben könntet, weil ich da relativ neu im Smartphone-Universum unterwegs bin und da nicht so wirklich ganz auf mich auskenne und was auch Barrierefreiheit anbelangt, da ich selber Barrierefreiheit eigentlich kaum brauche, natürlich auch entsprechend wenig Erfahrung habe. Wenn ihr mich da also ein bisschen unterstützen könnt, so das noch ein bisschen besser zu machen, wäre ich auf jeden Fall euch sehr, 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 sehr verbunden. Ansonsten gibt es noch ein paar interessante Sachen allgemein zu sagen, und zwar möchte ich mich erstmal bedanken bei Steffen oder Steven, ganz genau weiß man das ja nicht, wie man es entsprechend aussprechen soll, dafür, dass er mir ein Amazon-Wunschlistengeschenk gemacht hat. Was es ist, das werde ich jetzt nicht verraten, weil daraus wird eine zukünftige Episode von Fantastica. Teasing Deluxe. Ansonsten möchte ich mich noch bedanken bei dem Podcast Alle Bücher müssen gelesen werden, ABMGW, für die Erwähnung von Fantastica. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ein paar andere interessante Podcasts, die so zum Thema Science Fiction erschienen sind. Zum anderen hat der Staatsbürgerkunde-Podcast eine Episode gemacht zum Thema SF in der DDR. Und beim Sigma2Foxtrot-Podcast war vor kurzem im Interview Hardy Kettlitz zum Thema Hugo Awards.
Also falls ihr noch mehr über ihn hören möchtet und vor allen Dingen auch über sein unfassbar großes Wissen zum Thema Science Fiction, dann sei euch diese Episode von Sigmator Foxtrot nochmal ans Herz gelegt. Ich werde die ganzen Episoden nochmal verlinken im Blogpost zur Sendung. Das heißt so, ihr müsst euch jetzt das Ganze nicht irgendwie merken, sondern guckt einfach auf der Webseite nach. Ansonsten gibt es noch was Neues zum Thema Erzählungsband von Michael Samait, von dem ich das letzte Mal ja schon euch erzählt habe. Und zwar ist der jetzt fertig gedruckt und ihr könnt ihn direkt bestellen bei René Nowotny, rene.nowotny@t-online.de, Nowotny mit Y am Ende geschrieben, werde ich auch nochmal auf dem Blogpost verlinken. Und das ist ein Hardcover-Buch, in dem alle, na gut, fast alle Geschichten, Kurzgeschichten von Michael Samait drin versammelt sind. Die letzte nicht, die war zum Zeitpunkt, als das Buch das erste Mal rauskam, noch nicht fertig. Aber alle anderen, inklusive einem kurzen Interview mit Michael Samait und noch einem Nachwort von René Nowotny, der sehr eng mit Michael Samait auch an dem leider nicht mehr fertiggestellten letzten Band der Sonnstein-Trilogie mit beteiligt war. Und das ist die perfekte Möglichkeit für euch, noch ein zusätzliches Buch von Michael Samait im Regal stehen zu haben. Zumal es auch optisch sehr gut zusammenpasst mit den Hardcover-Ausgaben aus der Reihe Spannend erzählt von Michael Samaits Büchern aus der ehemaligen DDR. Und ja, lege ich euch natürlich sehr, sehr stark ans Herz. Ansonsten bleibt noch zu sagen, dass natürlich ich immer noch unter Erkrankungen entsprechend zu leiden habe und dadurch halt immer noch so, dass mit den Episoden veröffentlichen noch in großen Abständen erfolgen wird. Vertraut also drauf, dass neue Episoden kommen. Es wird nur halt unter Umständen ein bisschen länger dauern. Schmeißt den Feed also nicht aus euren Podcatchern, aus euren Programmen oder RSS-Feed-Readern oder womit ihr auch immer die Sendung abonniert habt. Es kommen neue Episoden, definitiv. Ja, und das auch relativ zeitnah dann. Ich nehme gleich im Anschluss die ersten Sachen für die nächste Episode gleich noch auf, sodass ich euch ja eher ein bisschen teasen kann, vielleicht so in ein, zwei Wochen dann die nächste Episode. Dann endlich mal wieder mit einer Buchvorstellung in eurem MP3-Player. Ja, bis dahin würde ich sagen, aus den Weiten des Kosmos grüßt euch, Mio Mesputin an der Sprechgarnitur. Bis zum nächsten Mal.